Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege in Hannover besitzt umfangreiche Datenbestände zu den archäologischen Denkmalen und den Bau- und Kunstdenkmalen des Landes. Diese weit über 100.000 Objektdatensätze sind inzwischen weitgehend digitalisiert und werden in den nächsten Jahren vollständig im Denkmalatlas Niedersachsen veröffentlicht. Für euch steht in diesem Herbst bereits ein Datenbestand von über 15.000 Objekten inklusive der Fotos zur Nachnutzung zur Verfügung. Darunter etwa Denkmale wie das Kloster St. Marienberg oder Großsteingräber wie die Lübbensteine. Alle Objekte besitzen eine eindeutige ID, diverse Attribute, beispielsweise zum Objekttyp, mithilfe derer sie klassifiziert werden. Verwandtes zu finden ist so möglich. Besonders über den Denkmalviewer lassen sich so kulturhistorische Zusammenhänge erkennen, aber auch Anwendungen wie Denkmaltouren oder Spaziergänge in der jeweils eigenen Umgebung entwickeln. Ein besonderes Highlight ist, dass alle Denkmale nicht nur anhand ihrer Adresse georeferenziert sind, sondern auch als Grundrisspolygone kartiert werden. Darüber hinaus möchten wir intensiver mit den Bürgerinnen und Bürgern in einen Austausch treten, über ihre gebaute Umwelt ebenso wie über die vielen archäologischen Funde in Niedersachsen, vom Harzer Bergbau bis zu den Schöninger Speeren. Wir freuen uns darauf zu erleben, was für spannende Fragen ihr an die Denkmale des Landes richtet.